Abschied von Jürgen W. Möllemann. Das Rathaus von Münster, ein Ort der Trauer. Drinnen Stille, draußen Schuldzuweisungen und Verschwörungstheorien. Die Herren Politiker, so wie der Westerwelle, nicht, die haben ihn ja also so runtergemacht. Schlimmer geht's doch gar nicht. Ne? Unmöglich eigentlich. Da hat man ihm einfach zu viel angetan über lange Zeit. Und dass der Mann dann irgendwann durchdreht. Also ich glaube schon, dass gewisse Personen in der FDP bestimmte Grundprinzipien des Menschlichen missachtet haben. Das war Stuhlsägen, reguläres Absägen. Das war Machtkampf unter den Parteibossen da oben. Ne? Und der Westerwelle und der Gerhard, dem gehört das Gleiche, wie was ihm jetzt passiert ist. Die Boulevardblätter stimmen mit ein. Möllemann Opfer, FDP-Spitze Heuchler und Täter. Und jetzt noch die Wut der Witwe. Die private Todesanzeige wird zur politischen Anklageschrift für ihren Mann. Denn Carola Möllemann ist, nicht jeder wird es wissen, im Kreisvorstand der Münsteraner FDP. Ihre bittere Frage: Werden uns diejenigen Rechenschaft geben, die auf niederträchtige Weise versucht haben, den Menschen Jürgen W. Möllemann zu zerstören? Auf eine Antwort wird Carola Möllemann wohl vergebens warten. Hier passierte es. Vor genau einer Woche stürzte Möllemann auf dem Flugfeld in Lohmühlen in den Tod. Noch kennt keiner die genauen Hintergründe, doch die Freunde Möllemanns verharren nicht in Schweigen, eröffnen die Schlammschlacht. Ihr letzter Dienst für den toten Freund. Er selber hat noch in einem seiner letzten Interviews von einer Hetzjagd gegen ihn gesprochen. Und man musste wirklich schon den Verdacht haben, dass dem auch so war, weil die Bevölkerung nicht alles das mitgekriegt hat, was tatsächlich hinter den Kulissen noch zusätzlich gelaufen ist. Die Partei hat ihn schon vor langer Zeit sozusagen zum toten Mann erklärt. Jürgen Möllemann wurde an den Rand der Partei gedrängt. Jürgen Möllemann wurde zum Austritt aus seiner FDP gedrängt. Er war die FDP und hat dann schließlich neben sich gestanden. Das war eine systematische Vernichtung. Bedauerlicherweise im wahrsten Sinne des Wortes. Die Parteispitze schweigt. Sie weiß, dass jede öffentliche Reaktion, jede Widerrede eine Mischung aus Peinlichkeit und Heuchelei wäre. Keine klaren Worte, die zu Lebzeiten Möllemanns noch an der Tagesordnung waren. Beispiele: Irmgard Adam Schwetzer nannte Möllemann ein intrigantes Schwein. Hermann Otto Solms Urteil über Möllemann: ein Quartalsirrer. Graf Lambsdorff sprach vom Selbstmordattentäter. Überhaupt, Möllemann sei eine tickende Zeitbombe. Trotz alledem, die Partei brauchte Möllemann, weil er erfolgreich war. Vieles hatte, was seinen Parteifreunden fehlte. Deshalb ließ sie ihn gewähren. Mit seinen Geschmacklosigkeiten, seiner Hetze. Auch gegen seine Parteifreunde. Parteichef Westerwelle nannte ihr ein Weichei und meinte: dieser Hase liegt immer in der Furche, wenn die Kugeln fliegen. Zu Westerwelles Vorgänger Gerhard sagte er: der schnarchende Löwe von Wiesbaden. Eine schlappe Nudel, kein bisschen al dente. Und über dessen Vorgänger Kinkel, er sei der Kinkelstein am Hals der FDP, der Totengräber der FDP. Entgleisungen auch gegenüber Michel Friedmann vom Zentralrat der Juden. Ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten mehr Zulauf verschafft hat als Herr Friedmann mit seiner intoleranten und gehässigen Art. Respektlos und ausfällig wurde Möllemann auch gegen Gerhard Schröder. Dieser Knilch, der hat die Hosen gestrichen voll. Möllemann war also auch Täter in der Schlammschlacht. Das aber geben seine Freunde heute nur zähneknirschend zu. Weichei, Hase in der Furche, Idiot sind meiner Meinung nach auch persönliche Diffamierungen. Sind nicht unbedingt der tägliche Sprachgebrauch, wie man unter Freunden miteinander umgehen soll. Würden Sie mir recht geben, dass einiges, was Herr Möllemann gesagt hat, auch menschenverachtend war? Ein Hund alleine beißt sich nicht. Wenn Sie zwei Hunde sehen, die in eine Beißerei verwickelt waren, dann bluten nachher beide. Streit in einer politischen Partei sollte eigentlich auch auf einer anderen Ebene ablaufen. Auch richtig. Von beiden Seiten. Auch richtig.
wird er jetzt nicht mit zweierlei Maß gemessen. Auf der einen Seite sagt man, der arme Möllemann, zu der anderen Seite wird komplett vergessen, wie der zeitweise zuschlagen konnte. Das mag auch so sein. Berlin heute Morgen. Öffentlich ist wieder nur von Möllemann als Opfer die Rede. Seine Freunde agitieren weiter, fordern ein Staatsbegräbnis. Möllemann aber hatte sich selbst ausgegrenzt, war isoliert. Ein letzter Gruß auf seinem Abgeordnetenstuhl. Eine Schweigeminute haben sie für ihn eingelegt. Sie hätten länger schweigen sollen.